So, eine weitere Runde. Diesmal wieder alleine. Oh, das sind auch noch. Oh Gott. So. Letzte zwei Runden gingen jetzt nicht so gut. Vielleicht wird der Deal jetzt ja besser. Ich hoffe es mal. Dann kann ich nämlich noch die tägliche abschließen. Bisher habe ich ja echt nur vier zerlegte Komponenten jetzt für den Scheiße bekommen. Nicht wilber? Wow, der Sound ist immer noch falsch. Geil. Ja, wie gesagt, die Runde war nicht so gut. Wer übrigens hier eine Eisscharrerleber braucht, ich kann es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, sowas brauche ich keine Sau, aber gut. Vielleicht braucht ja doch jemand. So, wer ist hier gerade eigentlich so drin? Oh, wir können immer noch nicht sortieren, das Spiel hier. Ich sag nach Namen sortieren. Ja, solange keine Vollidioten drin sind, ist mir eigentlich relativ egal. Das heißt, müssen wir wieder ewig warten. So, 4 Sekunden und dann geht's los. So, und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Na komm, hallo, Autowalk? Funktionierst du wieder nicht? Hey, warum geht jetzt mein Autowalk nicht mehr? Hä, ist er doof? Klappt das denn jetzt nicht? Hä? Was ist denn kaputt hier in dem Scheiß hier? Ach so, jetzt habe ich's rausgefunden. Ah, der schaltet nur meinen Block aus. Ja, danke. Spring ich gleich runter. Wow. So, wir haben schon mal unten. Oben siehst du noch nicht. Oh, okay, Seite haben wir auch. Ja, leck mich doch, Alter. Ich bin jetzt von allem getroffen hier, oder was? Das Beste ist ja mal, dass die mal alles abwehren. Ich natürlich wieder nicht. Oh fuck, ich habe gar kein Schild drin, fällt mir gerade mal so auf. Die Kamera nervt mich auch noch ab. Ja, geil. Die Kamera, du bist natürlich wieder toll. Ja, natürlich zu zweit, ist klar. Moment. Ach, die Drecksfreundin, die Drecksfreundin, die gibt mir so auf den Nerv, Alter. Ich gehe jetzt hier nicht runter, könnt ihr vergessen. Die müssten ja echt mal eine Mauer oder sowas einbauen. Ach, haben sie sogar. Anscheinend haben sie das. Nice, die haben eine Mauer eingebaut, geil. Juhu, und ich bin wieder nicht gebufft, toll, danke. Drecksspiel, ey. Ist das nicht irgendwie automatisch passiert? Wo endet sich eigentlich der Spawn? Ich müsste nicht eigentlich bald mal ändern. Spawn ich schon wieder in der Scheißposition hier. Sieht's hier aus? Ne, ich gehe nicht raus. Ich warte, bis ich geportet werde. Kontrollpunkte deaktiviert. Ah, jetzt. Geil. Ne. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Was war das denn jetzt? Ich dachte, ich werde geportet. Letztes Mal hat's auch geklappt. Kampfmodifikationen wurden platziert. Ja, komm, kaum bin ich aus dem TSP-Papier raus, schon läuft es wieder beschissen, oder was? Aber dafür kriegen die Gegner anscheinend keine Punkte, deswegen sitzen wir wieder. Dumm, aber ist mir egal, ich sterbe auch gerne 100 Mal. Also rausgeht jetzt aber keinen Fall, das wäre jetzt dämlich. Ich gehe jetzt zu unserem Punkt hin. Ist egal. Komm, wenn ich zum Punkt geschafft habe, bin ich froh. Wenn ich zum Punkt geschafft habe, bin ich froh, habe ich gesagt. Ja, natürlich drei Leute. Ich bleibe jetzt hier auf jeden Fall drin, das könnt ihr vergessen, dass ich jetzt hier rausgehe. Ey, fuck, hat der die Deaktivierung? Wegschubsen, 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 wegschubsen. Ich drücke auch noch die verkehrte Taste. Ich bin so dumm. Komm, er muss auch noch sterben hier. Der hat's verdient. Der hat's verdient. Könnt ihr aus? Verstehen Sie Spaß? Verstehen Sie Spaß? Was willst du hier auch mal machen? Ohne. Eine geile Idee für ein Projekt. Verstehen Sie Spaß? Wenn es eine Fernsehsendung ist, aber egal. Ich gehe jetzt mal wieder dorthin. Ey, also warum ändert sich halt der scheiß Spawn nicht? Ändert sich nicht sonst mal? Jetzt hier weiter zu gehen, macht das auch keinen Sinn. So, komm, dich will ich jetzt kriegen. Du hast es voll verdient, jetzt umgebracht zu werden. Und ich glaube, ich auch noch an der scheiß Leiter hier fest. Treppe. Oder was auch immer das sein soll. Ist jetzt tot? Trottel? Völlig verdient. Komm, deaktivieren. Wenn das Ding jetzt anwendest, dann bin ich froh. War der jetzt gerade ernsthaft so dumm und wollte seinen eigenen Punkt abschalten? Ich hau dich jetzt weg, dazu geht's nicht, das war ja klar. Sauer ist der wieder gemein zu mir. Wie immer. Ich werde dich fertig machen! Wie
finde aber dieses Assi-Würgen immer total nervig. Ihr seht jetzt, jetzt habe ich nämlich schon wieder gar keinen Balken gehabt. Ach, der Balken geht mittlerweile sogar weg, wenn ich sterbe. Ah, nice, endlich eine neue Spawn-Position. Geil. Ich gehe jetzt mal hier hin. Kontrollpunkte wurden aktiviert. Da bist du drin, hab's vergessen. Nimm uns das, nimm das Ding nochmal ein hier jetzt. Okay. Gegner haben immer Speed. Warum schieße ich immer noch auf den? Ich finde ja diese Bubble immer noch total beschissen. Die bräuchte ich. Ich finde die immer noch total dumm. Ich will sie nicht endlich mal aus PvP rausnehmen. Jetzt ist er schon wieder hier. Darf ich bitte schubsen? Dankeschön. Ich habe irgendwie in letzter Zeit immer mal Probleme mit dem Spiel hier. Dass immer irgendwas nicht funktioniert. Und jetzt stirbt es völlig verdient. Wie, wer hält ihn denn so hoch? Hey, hier ist so jemand. Ja, ich wusste, dass du hier bist, du Vollidiot. Wie konnte er sich ein bisschen tarnen und so gut hochhalten? Wie ist das möglich? Friss das hier! Ich hab ihn umgebracht! Moment. Ja, er ist tot. Geil. Endlich. Völlig verdient. Ach, hier ist noch einer aus dieser Scheißgilde. Ich weiß nicht, ob die Gilde selber eine Arschlochgilde ist oder ob jetzt einfach nur Mitglieder einer Arschlochgilde sind. Okay, nice. Punkte sind jetzt alle weg. Hey, warum sagt ihr denn jetzt nichts? Wieder verbuggt hier? Und wenn das Spiel jetzt so bleibt, dann ist mir ehrlich gesagt egal. Jetzt. Gleich gibt es neue Kontrollpunkte. Ach, jetzt. Hä? Haben die jetzt die Aktivierungshack gehabt und jetzt alle abgeschaltet? Vielleicht sollte ich jetzt hier kein Feuerwerk so zünden. Ja, ich wusste nämlich, dass du jetzt wieder kommst, ne? Jetzt ist natürlich wieder keiner von uns da. Ja, ist mir jetzt egal, wenn ich sterbe. Alter, wie viel Schaden macht denn der Typ bitte? Warte mal. Das will ich mir jetzt anschauen. Folge will ich mir mal nicht anschauen, ich wollte mir was anderes anschauen. Scheiße! Hä, wo ist denn jetzt hier dieses verdammte... Ich verstehe das nicht mehr hier mit dem Dreckspiel. Gab's denn nicht irgendwie Spieler inspizieren? Wo ist denn das? Das gab's doch mal, oder bin ich jetzt total bekloppt? Und nice, 3 Punkte haben wir. Ich gehe damit rein. Lieber zur Mannschaft. Im Rudel sind wir sicher. Okay, der wird angegriffen, der Punkt. Und den haben die Gegner jetzt auch. Und jetzt haben wir noch doppelte Punktzahl. Weil ich ja nicht weiß, ob hier wieder irgendwelche Vollidioten sind. Okay, jetzt haben die auch jetzt doppelte Punktzahl. Ich hau jetzt trotzdem nochmal hier gerne meine Attacken hier rein und hau den hier auch noch mit rein. Geile Cantina-Musik, ey, wie geil. Oh, nice. Auch schön mit Speed drauf. Der Punkt ist auch gleich abgeschaltet. Oh fuck, da kommt der erste Gegner. Ich hab dich da nichts gesehen dahinter. Jetzt mal bist du bekloppt, Lana. Seht euch den Erfolg von Trupp Gold an. Wir haben doppelt so viele Punkte. Ist natürlich wieder so typisch Star Wars. Aber egal. Jetzt kriegen so viele Punkte hier. Geil. Da habe ich ja die scheiß Daily doch wieder geschafft. Maro, der kann sich vielleicht gar nicht unsichtbar machen. Ist ja nicht lange unsichtbar. Oh fuck, da kommt ein Gegner. Egal, die sind jetzt deaktiviert. Jetzt mal, ich werde in jeder Runde irgendwie immer von irgendwelchen Leuten angesprungen. Ist euch schon mal aufgefallen? Hallo, setz mal die scheiß Attacke da bitte. Ich habe irgendwie immer mehr Probleme mit der Steuerung. Ist das euch schon mal aufgefallen? Ja, jetzt alle hier. Alle. Der Punkt ist eh nicht aktiv. Also, wenn ich jetzt sterbe, ist ehrlich gesagt sogar gut. Ich habe zwar wie immer die meisten Tode, aber ich komme gemütlich hier hin. Ich habe den scheiß Speedbuff. Wo bist du denn jetzt gerade weggerannt? Ist doof. Ich bleib jetzt hier drin stehen. Oh, nice. Wieder mit Speedbuff drin. Die Gegner, die haben irgendwie eine beschissene Taktik. Das Gute ist, wenn die immer nur auf mich gehen, können sie nicht ordentliches Spiel spielen. Also würde ich das schon sogar als Regelverstoß zählen. Also wenn man einfach nur versucht, einen gezielten Spieler anzugreifen und dafür gar nicht aufs Spielgeschehen achtet, sondern einfach nur sowieso verliert, sage ich jetzt mal. Oh nice, haben wir noch 3-fache Punktzahl. Geil. Das war's. Egal, wir haben sowieso gewonnen. Den Sieg. Ach man, hätte die Runde nicht früher kommen können. Ach scheiße, jetzt habe ich gerade den gesucht, hatte ich gerade Ork gesucht, Okorum. Egal. Heilung.
Guck mal, jetzt kriege ich meine Heilung, gebe ich ihm. Ich habe auch eine Stimme bekommen. Ja gut, sehr gut. Ich glaube, ich weiß schon, wo er die ist. 8-mal gestorben, ey. Ja, war klar. Aber dafür haben wir gewonnen. Darum geht's ja anschließend. Guck mal, hier, der eine hat 2 Stimmen bekommen, er dafür gar keine. Sonst hat fast jeder eine bekommen. Wirklich viel mehr Credits gibt's ja auch nicht, wenn man gewinnt. Dumm ist das denn bitte? Ja gut. So, eine weitere Runde. Bürgerkrieg. Schade eigentlich. Die letzte Runde wäre mit auch echt geil gewesen, aber man kann halt nicht alles haben, bekanntlich. Die eine Sache will ich jetzt mal früh überprüfen. Gut, er hat schon mal abgegeben. Die Sache ist also schon mal überprüft. 15 Leute sind wir bisher. Bisher sieht es da noch gut aus. Null Toleranz, die brauche ich, die Quest. Was sagen die zerlegten Komponenten? Oh, 165, geil! Hat ordentlich dazu bekommen diese Woche. Oder das mal. Cybertech 600. Simulation 4.9 Crash. Ich dafür dazu vielleicht ein Artefakt-Dings. Es ist mir ein Vergnügen. Den Scheiß hier. Also wer diese Dinge halt, diese verfeinerten Isotopstabilisatoren Stufe 2 braucht, kann das gerne mal sagen. Ich brauch den Scheiß echt nicht. Also wer so einen Scheiß braucht, der kann es mir gerne sagen. Und warum kann er hier nicht nach Namen sortieren? Nach Scheiß drauf. Oh, wir sind Sensentrupp. Ihr seid Teil des Sensentrupps. Auf dem Schlachtfeld befinden sich 3 Luftabwehrgeschütze. Hackt die Zielsteuerung jedes Geschützes, um dessen Feuerkraft zu nutzen. Zielt mit diesen Geschützen auf das gegnerische Transportschiff. Wenn ihr das feindliche Schiff zerstört, gewinnt ihr das Kriegsspiel. Ich hätte doch gar nicht Hi geschrieben. Es ist mir eine Freude. Komm, jetzt mach hin. Starte das verdammte Spiel! So, 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1 und go, muss er gleich da. Wie jetzt erst, er kommt doch gar nicht hinterher. Der beste Trupp gewinnen. Jetzt geht's los! Ich will alle verlassen, oder was? Viel Spaß. Spaß. Der Bürgerkrieg. Hier soll es wohl auch mal Bugs gegeben haben, was man irgendwie out of map kam. Kann ich euch jetzt aber nichts davon erzählen. Ich weiß es nämlich nicht. Was war das jetzt bitte? What the fuck? So, machen wir unsere typische Rotation. Und vielleicht in der Hoffnung, dass wir irgendwie das Ding hier vielleicht einnehmen. Und ich glaube, das wird sogar was. Nice. Ihr habt die Artillerie erobert. Feuern auf Schattentrupp. Feuern auf Schattentrupp. Mann, hätten wir jetzt nicht jetzt noch mit Opium spielen können, das wäre geil gewesen. Hätten wir jetzt nämlich noch ein paar Runden gewonnen. Alles gut, dass ich den perfekten Folgennamen für die erste Runde gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt nutzen werde, weil das wäre ein bisschen... Ja, sie will ich jetzt nicht sagen, aber... ein bisschen dumm. Scheint, dass wir jetzt hier sogar... Oh, geil, ein Heiler. Geil, Heiler! Endlich mal wieder. So, Heilung reingeknallt. Ich hab ja nicht so viel von der Heilung. Ich habe ja nur 1112. Ist ja nicht viel. Jetzt mal nehmen wir bisher noch gar kein Geschütz hier ein. Die Gegner haben schon mal hier. Feuert auf euer Schiff. Scheiße! Ihr erstes. Jetzt müssen wir aber noch hier die eine Seite kriegen. Die rechte Seite müssen wir auf jeden Fall noch kriegen. Alter, wer hält den denn hier so hoch? So, nur ein einziger Söldner. Wie kann das hier so hochhalten? So, zack, komm, hier einmal den Orbitalschlag drauf. Komm, das noch drauf und das noch drauf. Ja, geil. So, 5 Medaillen bisher. Wenn wir uns schlagbar schaffen, dann freue ich mich. Oh fuck, da kommt ein Gegner. Wo rennt der jetzt hin? Alter, wir sollten vielleicht mal zu zweit in der Mitte bleiben und nicht direkt wieder jeder abholen. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Bitte 3. Oh, das sind mehr, glaube ich. Oder? 3, nee, 3 sind es noch. Und ich habe natürlich wieder meine Heilung nicht dabei, wie immer. Komm, schnell. Rauf auf den Gleiter und los. Ab in die Mitte. Wir sind da von uns? 2. Müssen auch ohne jetzt eine Geschütze eigentlich mal kriegen. Kämpfen sie wohl hart. Scheiße.
Bitte 4, ja. Und schon haben wir es geschützt. Die Artillerie verloren. Feuert auf euer Schiff. What the fuck, warum haben die Kinder nicht das eingenommen? Ach man, Leute. Warum? Sagt mir, warum? So, einfach auf gut Glück einzunehmen. Vielleicht klappt es ja. Nee, natürlich klappt es nicht. Wenn das geklappt, dann hätte ich einen Besen aufgefressen. Ein Feind ist unschlagbar. Hätte das auch geklappt, hätte ich auch noch, hätte ich noch einen zweiten Besen aufgefressen. Ein Feind ist unschlagbar. Feuern so. Auf feindliches Schiff. Yes, okay, wir ein Geschütz haben, jetzt brauchen wir noch ein zweites. Also, ist mein Gleiter? So, das Geschütz haben wir. Da sehe ich auch gerade keine Gegner. So, hier, da rennt gerade einer hin. Ich glaube, da renne ich auch mal hin. Ich glaube, das macht jetzt mehr Sinn, weil in die Mitte jetzt zu gehen ist Selbstmord. Da sind gerade zu viele Gegner. Ja, da sind jetzt eindeutig zu viele, aber dann auch das noch. Ja. Da kommt halt auch noch einer dazu. Aurelien ist online, kenne ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer das Wort war. Leute, die hier an die Freunde zu packen, sind ja grundsätzlich immer entweder halt irgendwelche sinnvollen. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Komm, wenn er mich jetzt nicht sieht, dann lache ich. Nee. Das hätte ich jetzt auch schon gewundert. Ich bin nicht mal gebufft, ey, wie immer. Wo machen die Gegner nicht mehr so viel Schaden? Ich habe ja nicht mal die scheiß MK5. Ein Verbündeter ist unschlagbar. Deshalb spiele ich auch nicht mehr, dass die scheiß Rüstung zusammenkriegt. Das ist ja die einzige Möglichkeit, leider. Star Wars bin ich ja leider nichts anderes. Ist unschlagbar. Ja, natürlich bin ich wieder tot. Wie immer. Wie sieht's hier ein aus? Verbündeter ist unschlagbar. Also bisher sind alle in Mitte. Dann würde ich sagen, gehe ich da auch mal hin. Ihr rennt jetzt wieder nach da. Was diese gute Entscheidung ist. Ich glaube, ich gehe mal lieber Mitte. Jetzt waren nämlich gerade ziemlich viele Gegner da. Und noch ganz wenig Gegner. Aber da steht schon wieder einer. Oh, doch, das sind ganz doch schon ein bisschen mehr. Ich dachte, es wären nur zwei. Oh, fuck, weg, 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 weg. Oh, verdammt. Ich hasse dieses scheiß Blitzgewitter. Ich hasse es. Kamera, drehst du dich mal bitte? Guck mal. Zumindest werde ich nicht angegriffen. Das freut mich ja schon mal total. Ich muss vielleicht nochmal in die Mitte treffen. Selbst wenn wir hier ein Geschütz kriegen, sonst wird es hier nichts mehr. Ja, willst du mal erstmal auf wegzurennen? Da bist du ja wieder. Ja, ich habe gerade ernsthaft 15 Schaden gemacht. Wow. Versuchen wir einfach mal auf gut Glück. Dann lenke ich mich die Gegner ein bisschen ab. Jetzt mal, wenn das jetzt so wieder wird, dann. Ich kann gleich noch eine Runde spielen, ey. 17:52 ist schon. Ich habe eigentlich nicht mehr so viel Zeit. Ursprünglich wollte ich auch noch mit Layla eine Runde aufnehmen, TSPVP, aber wenn die mal ankommt, da kann ich auch nichts für. Jetzt werde ich wieder angereist, aber ich habe irgendwie Probleme mit dem Anvisieren heute. Oder jetzt wieder. Versuchen wir einfach mal auf gut Glück. Vielleicht geht es ja was. Was für die Frage, der wird von da aus einnehmen. Wenn das jetzt was wird, dann haben wir ganz schön. Komm, ihr Hyper hier und du stirbst jetzt aber. Komm, ich werde dich sowas von fertig. Ich werde jetzt alle sowas von fertig machen. Und dann hole ich jetzt noch ein bisschen Heilung rein. Das muss man irgendwie schaffen hier. Komm! Komm, 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 komm! Fuck, da war noch einer. Mann, wäre der nicht gewesen, hätte ich vielleicht so geschafft. Obwohl, da waren noch zwei da. Komm, komm, komm! Zeit ist Geld! Weil die Zeit ist. Dinger hier. Alter, wie kann er mich bitte von da treffen? Ich glaube, hier bringt es nichts mehr. Wir sollten doch wieder lieber. Euer Schiff wird beschossen! Irgendwo 300 zu 400, das wird haariger. Hab ich denn jetzt gerade weggehauen? Da war doch gar kein Gegner. Versuche ich mal auf gut Glück hier irgendwas rauszuhauen. Vielleicht kriegen wir das Geschütz ja doch noch irgendwie. Hey, was ich jetzt auch noch anmerken wollte, in einer PvP-Folge habe ich jetzt nämlich wollte ich eigentlich ursprünglich in der ersten machen, habe ich da aber verpennt. Die 1000. Folge! Und die ist zwar schon noch etwas hin, also wir sind ja gerade erst bei 700 oder so. 720 glaube ich, oder 21, 22 in dem Dreh.
Und da wollte ich dann eigentlich auch ein Special natürlich machen. Also ein Special kommt auf jeden Fall. Ich habe auch schon ein bisschen was überlegt. So Zusammenfassung und sowas weiter. Eine Zusammenfassung vom gesamten LP von Folge 1 bis 1000. Oder 1 bis 99. Da wurden die ganzen Gegner alle hin. Das weiß ich nur noch. Und da müssen wir nochmal versuchen, hier einzunehmen. Den Zeitpunkt mal kurz nutzen. Nutzen. Alter, wer hat ihn denn so hoch? Bin ich jetzt bitte gelandet? Alter. Das macht keinen Sinn, hier mehr anzugreifen. Ich glaube, ich gehe mal nach da. Das macht keinen Sinn. Schnee 1, ja. Was ist denn jetzt wieder Schnee? Ich weiß immer nie, was ich jetzt mit Schnee und sowas ist. Ich gehe mal hier hin. Vielleicht zieht hier gleich wieder Verstärkung. Ich dachte, der wäre auf K. Das wäre geil gewesen. Ist auch geil. Vielleicht eine geile Sache eigentlich. Wo ist er jetzt? Da. Oh, dich so lange du entdeckt bist. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Verstehe mir nicht diese ganzen Begründungen von dem Spiel, weil wenn da immer so steht, nicht so lange du entdeckt bist. Aber was meine ich jetzt mit entdeckt? Vielleicht sollte ich auch mal an mich einmal von die Rotation mal halten. Das Schild kann ich auch mal einsetzen. Gute Idee eigentlich. Guck mal, jetzt holt er nämlich den zweiten hierher. Guck mal, kommt nämlich schon der zweite. Ich habe es nämlich erfolgreich hierher gelockt. Schon bin ich nämlich tot. Ein Feind ist unbesiegbar. Ja, natürlich. Jawohl, das haben wir eh schon verloren. Das wären 320. Ne, haben wir eh verloren. Das wird nichts mehr. Jetzt bräuchten wir alle drei. Das wird nichts mehr. Muss ich ja doch. Wo wir noch eine Runde spielen? Ich will aber nicht. Jetzt gehe ich doch wieder in die Mitte, jetzt reicht's mir. Grix ist online. Aber wenn da eher noch online kommt, dann können wir gerne noch eine Runde aufnehmen, aber. Wenn er nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Ja, leck mich doch, Alter. Darf Shay. Weg mit dir. Auf jeden Fall, Special ist geplant. So eine Zusammenfassung von allen Folgen. Und dann noch ein Bonus-Special. Und was da passiert, das erzähle ich euch nicht. Das ist eine Überraschung. Kritischen Schaden erlitten. Sensendruck. Was ist denn jetzt? Hat sich wieder unsichtbar gemacht, die Sau. So, komm, zack, hier haben wir einen schönen Orbitalschlag reingeknallt. Wäre ich vorher nicht gestorben, hätten wir das Geschütz wahrscheinlich auch behalten. Jetzt wird es auch nichts mehr, jetzt haben wir sowieso schon verloren. Guck mal, er stirbt jetzt gleich hier, er stirbt gleich. Komm, ich werde dich fertig machen, Ich werde schon so viel Spaß haben, die ganzen Folgen nachher zu schneiden. Ich weiß nicht, gefällt euch das mit diesen eingeschnittenen Dingern oder soll ich das lieber weglassen? Das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Ihr schreibt mal überhaupt nicht in die Kommentare, wie euch das Wort gefällt. Genauso wie bei der Windows 10 Installation. Habe ich auch in die Kommentare geschrieben. Den auch angepinnt. Wo ihr dann drunter schreiben solltet, wie euch das Wort gefällt. Hau ab. Komm hier, ein Heiler. Hallo. Hab ich einfach mal so einen Blitz rüber, eigentlich scheißegal. Mach mal einfach irgendein Zeichen rüber, Hauptsache ist ein Zeichen da. Gibt doch irgendwie auf der Flotte irgendwie beim Sozialhändler, glaube ich, irgendwie diese Zielmarkierung. Ich weiß gar nicht mehr, was die kommen konnte. Da verpennt hier. Ich hatte die damals sogar mal mit. Irgendwas konnte man, da konnte man irgendwie das aktuelle Ziel markieren oder so. Irgendein Schwachsinn, ich weiß gar nicht, ob die anderen Gegner das, ob die anderen Spieler das auch gesehen hatten. Also, wer es braucht halt, dass es auch im PvP funktioniert. Wollt ihr eigentlich mal, dass ich irgendwann einen Flashpoint oder sowas mal zeige? Also, falls ihr das gerne mal sehen wollt, könnt ihr es mir gerne sagen. Wünsche immer gerne die Kommentare, was ich aufnehmen soll. Komm, den will ich da umbringen. Jawohl. Schade, jetzt wären die ganzen Gegner weg gewesen. Blutiges Land. Alter, wie viele Punkte habe ich denn? What the fuck? Du hast ein beliebiges normales Kriegsspiel abgeschlossen, Alter. Hier 44.000 Punkte. Man hätten wir diesmal nicht erobern können, das wäre richtig geil gewesen. Und wie ist das eigentlich der Devarian-Bund zweimal da? Wie ist das möglich?
Ist irgendwo ein Schreibfehler oder sowas drin? Nee, sehe ich jetzt nicht so. So, Stimme gebe ich. Heile. Oh, ich habe sogar eine Stimme bekommen. Er hat sowieso drei Stimmen. Und da braucht die wenigstens Medaillen. Mit ihm habe ich übrigens auch gelistet, dass ich noch PvP spielen kann. Ja gut, Schaden. Ja, geht. Heilung natürlich gut, das brauche ich gar nicht schauen. Ziel. Ja gut. Medaillen bin ich sogar zweitbester. Ja gut, eigentlich so gesehen. Egal. Gehen wir jetzt hier raus. Mal schauen, ob ich jetzt noch eine Folge ranhänge. Also auf jeden Fall PvP wollte ich auf jeden Fall noch eine Runde machen. Mal schauen. Oha, schon wieder unten mal. Und kleine Info, falls ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass hier gerade eine Party ist und ja, hier gerade rumgedacht wird ohne Ende. Sagen wir es mal so. Hallo? Fuchs jetzt Autobox schon wieder nicht. Und wir sind wieder Froschhunde. Juhu. Und die Gegner sind noch nicht voll. Eigentlich sehe ich jetzt schon wieder was. Verehrte Wesen, ja. Der ruhmreiche und kolossale Tyrann der Hunde heißt euch in der Arena egal. Willkommen. Natur, also mittlerweile ist mir von den Toten mittlerweile auch egal. Ich übergebe, Baron Todessiegel. Jetzt mal so, ich sorge jetzt auch nicht unbedingt, wenn jetzt unbedingt nicht der Spieler, der jetzt hier dafür sorgt, dass wir eine Runde gewinnen oder verlieren. Das ist besser für die Folge, also wenn so privat wäre es mir scheißegal, aber ich möchte ja ordentliche Folgen bringen, kein Müll. Bestimmte Teams. Die Froschhunde und die Faulwürmer. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Folgen dringend Müll sind, aber wie ein schleimiger Hutte. Wir jetzt schießen wieder rein. Schnappt euch den Ball und werft ihn. Ist der Ball hinter der Linie des gegnerischen Teams, erhält euer Team einen Punkt. Waffen, Beleidigungen und Betrug überhaupt? Sind in höchstem Maße erwünscht. Was ist der Hutte da hinten? Da ist der Hutte. Der Ball darf aber nicht getreten werden. So. Hutten haben keine Füße. Da ist der Hutte. Ich glaube, daneben steht der Typ auch. Den Respekt, den er verdient. Also sieht man es im Trailer. Also im Hutten bei Trailer, den es auf dem SWS Old Republic YouTube-Kanal gibt, da sieht man den Typen auch reden. Also den man hier gerade gehört hat. Den Baron Todessiegel. Ist ja so? Ja. Da sieht man dann auch, wie der aussieht. Gibt es ja auch genug Bilder auf Google Bilder von, aber ja, da sieht man es auf jeden Fall auch, wie der redet. Auch den Hutten und auch diesen anderen Typen da, der davor spielen immer sagt, Huttenball. Willkommen bei Huttenball und so. Ja, es geht's los! Egal. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu früh geklickt. Okay. Oh, schön für Heiler hier. Die Froschhunde sind am Ball. Los, Froschhunde sind am Ball, das freut mich. So, und jetzt geht's wieder ab hier. Ich glaube, jetzt sollte ich lieber nicht den Ball holen. Darüber gehe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, das war klar. Oh, das ging ja schnell. Was für ein schrecklicher Pass. Kein guter Tag für die Froschhunde. Ich weiß nicht, ob er jetzt zu mir passen wollte. Froschhundbrei. Fantastischer Spielzug der Faulwürmer. Wo ist er jetzt? Der Ball? Oh, fuck, da oben. Da oben. Der Feind ist unschlagbar. Ja, natürlich. Was war denn das jetzt bitte? Ich stand doch gar nicht drin. Ich stand doch wohl eindeutig daneben. Oder habt ihr sie falsch gesehen? Ja, wo ist denn der Typ jetzt? Hä? Backt der da jetzt schon wieder? Hä? Star Wars, du bist so scheiße. Hä, wo ist denn der Typ jetzt? Ist er hier oben? Ach, hier oben ist er. Star Wars, du bist so scheiße. Hallo, darf ich bitte mal werfen hier? Oh, nice. Doch nicht nice. Da fällt mir ja auf, dass ich den Typen irgendwie nie schubsen kann. Komm, jetzt hau Heilung rein und los. Den ballführenden Faulwurm hat erwischt. Ich muss mal mit dem Scheiß anschauen. Oder war das woanders? Ich bin total bekloppt, das ging doch mal. Oder haben sie es bitte mal... Ja, natürlich geht's um das Scheißding. Oh, brutal. Und warum bin ich im Kampf? Da sind jetzt die Gegner. Da sind die Gegner. Edoni und Selig. Der wird doch eigentlich auch mal mit PvP spielen. Ein Feind ist unschlagbar. Also will ich wieder mit dem ich auch hier spielen. Will ich gegen mich spielen? Was ist der Ball? Da hinten. Also ich gehe mal den Weg. Der Weg war immer bisher eine gute Sache. Warte, ich kann doch hier eigentlich auch snipern, ne? Wenn ich jetzt hier rüber könnte, könnte ich sogar in die Basis der Gegner kommen. Ein Feind ist unschlagbar. Wir sind keine Gegner. Ne, ich gehe hier runter. Das wird zu doof aussehen, werde ich hier gekickt. Kommst du denn auf einmal her? Hallo? Jetzt hab ich natürlich kein Medipack dabei, ja. Wie immer. Typischer Alltag. Weh, du gehst jetzt zu. Ja, immerhin. Ist gut, jetzt geh ich nämlich hier lang. Komm, jetzt muss ich den da... Hä? Auf zu lachen.
Die Faulen passen. Ja, so macht man das. Ach, die Gegner haben ja schon wieder den Ball. Ach so. Was für ein armseliger Fauldummer Pass. Das war ja auch geil. Er hat zu mir, er hat mich angeworfen. Also er wollte euch den anderen anwerfen, hat mich getroffen. Ein Feind ist und unschlagbar. Dann. Scheiße. Wie hätte ich das gerade nicht machen sollen? Hey, ist mal irgendwie backt er jetzt gerade wieder alles rum. Ja, und jetzt wurde die Runde verkackt. Scheiße! Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwie alle Hacker sind. Neutraler Ball. Ich meine, kann nicht sein, dass ich hier so viel Schaden fresse, obwohl ich. Guckt euch mal meine Ausrüstung an. 242. Eigentlich fast nur 242er Kram hier hab. Außer Schuhe und Handschuhe, die fehlen mir noch. Und auch diese anderen Reliktteile und sowas alles. Warte, kann ich von hier oben schießen? Nee, da wäre ich gekickt. Nee, scheiße. Alter Mann! Leck mich doch! Ehrlich gesagt, ist mir sogar egal, ob ich gewinne oder verliere. Ist mir sogar egal. Wenn ich jetzt sterbe, ist mir sowieso auch egal. Ich hau jetzt einfach mal das Ding hier rein. Hab natürlich jetzt wieder keinen Rollen. Ich war nicht gebufft, egal. Bin sowieso tot. Ich geh jetzt da lang. Ein Geheimweg. Der wichtige LP-Geheimweg. Ja gut, geil. Ein Punkt für die Faulwürmer! Scheiße! Neutraler Ball. Möge aber ich eigentlich nicht im Faulwürmer-Team. Faulwürmer spielen irgendwie immer besser. Was ist immer? Kommt das jetzt her? Von einem Proxy, von einem Proxy. Kommt zwei auf einen unfair. Die müssten echt mal sowas wie eine Spawn Protection einführen. Die Faulwürmer passen. Echt mal eine gute Sache. So macht man das. Guck mal hier. Ich schieße ihn ab und der die Lebensenergie erhöht sich mehr als sie sinkt. Ja Gott, habe ich schon verloren. Scheiße! Kann das Spiel nicht direkt abbrechen. Neutraler Ball. Möge der Wahnsinn beginnen. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht hängen bleibe. Ja gut, er sorgt schon dafür, dass ich hier nicht hängen bleibe. Extras online. Gelungener Pass von dem Vorschulten. Großer Raumgewinn. Ich hab dich fertig gemacht! Komm, ich stelle mich jetzt hier hin und mach's so. Oh, jetzt einfach mal ganz auf einfach. Oh nice, Punkt gemacht. Neutraler Ball. Ich werde jetzt einfach mal hier halten. Möge der Wahnsinn beginnen. Ich werde das einfach mal so als Taktik machen. Bleib hier einfach mal stehen. Ich muss natürlich warten, dass ich muss natürlich darauf achten, dass ich jetzt hier nicht irgendwann runterfliege. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen weiter nach hinten. So kann er mich niemals treffen. So kann er mich einfach nicht treffen. Ich muss natürlich auf die Zeit achten. Leck mich doch mit deiner Kackbubble hier. Ja, ich wusste, ja, ich weiß, ich hätte mich ducken sollen. Ach, ist mir egal. Oh, das ist meine Taktik. So machen wir das jetzt. Genau, so machen wir das jetzt. Mein Gegner hat eh wieder den Ball. Warum mache ich das Ding jetzt hier auf? Weil es gut ist, wenn ich die jetzt hier aufhalte, dann können vielleicht das Team, noch ein paar Punkte raushauen. Scheiße! Drei Punkte vielleicht, dann wäre es gut. Wenn ich die jetzt hier so aufhalte. Neutraler Ball. Möge der Wahnsinn beginnen. Das mal planen. Das nehmen wir mal als Plan. Wenn ich jetzt hier so aufhalte. Perfekter Plan eigentlich. Ich mache das erstmal so, dass ich mich nicht wieder ziehen kann. Ist hier nicht sichtbar, ja, ist richtig. Das ist mal der Plan hier. Sei der Plan. Was für ein armseliger Faulwürmer passt. Aha. Die Froschhunde haben den Ball. Warte mal. Warum können die alle mehr ziehen? Ich hasse es. Ich bräuchte echt sowas wie Stellung halten, was der Soldat hat. Toll, danke, muss der Gefährt jetzt kommen. Kalio, du darfst gleich auf noch eine Aufgabe gehen. Da wurde ein Froschhund zerquetscht! Wir brauchen einen Reinigungsdruck! Darf ich jetzt hier stehen? Ich bleib jetzt hier einfach stehen. Mir scheißegal, was jetzt hier passiert. Was auch immer passiert, ich bleib jetzt hier stehen. Hey, was war das jetzt bitte? Ach, die scheiß Tür ist aufgegangen. Aber von hier aus können sie mich niemals treffen, das geht gar nicht. Ich kann es nämlich auch nicht. Ich mal mit Tabs-Taste durchscrollen, geht gar nicht. Von hier aus können sie mich nicht treffen, haha. Bin ich sogar mal außerhalb des Kampfes, kann ich mich auch heilen. Die Froschhunde ja, haben gerade den Ballträger zerlegt. Ich hab ich geheilt. Da steht ja keine Heilung da. Aber der andere, der steht ja ganz beruhigt da und wird nicht angegriffen. Natürlich, ich wieder die ganze Zeit.
Das war ein voller Erfolg. Ja, toll. Muss jetzt noch ein Gefährte kommen? Wie nach Minuten kommt jetzt der nächste Gefährte zum Glück. Gib trotzdem meine Scheiß mal her. Kannst mich von hier aus nicht treffen, das geht gar nicht. Wo kann er doch? Kann er doch. Scheiße, das habe ich jetzt gerade gesehen. Von hier aus geht's aber nicht. Komm, das schaffst du nicht. Wenn du mich von hier aus kriegst, dann kriegst du einen Keks. Komm, ich hau jetzt mal ein bisschen Silvester hier raus. Können eh nicht mehr gewinnen, also bleib ich jetzt aber hier stehen. Hey, wo ist denn das Silvester jetzt? Wo ist das Silvester? Warte mal, ich muss warten, bis meine Fähigkeit wieder da ist. 51 Sekunden, auf was ich sterbe. Oh, das tut morgen ich weiß ja, ob die auch hier hochspringen können. Sind am Drücker. Das können sie bestimmt irgendwie, aber ich hoffe mal, das geht nicht. Die Faulwürmer passen. Ja, so macht man das. Schnell drücken, schnell drücken. Die schnell, duck dich. Scheiße! Duck dich. Neutraler Ball. Möge jetzt weg, weg. Ich hab doch gesagt, weg. Gut, ist so, die Zeit resettet sich aber wieder. Ja, leck mich doch, Alter. Ich werde von allem getroffen hier. Jetzt hau ich das hier noch rein. Schubs die weg. Hau den hier noch rein. Ja, klar. Vielleicht muss ich mal den Server wechseln. Das mach ich auch. Egal, haben wir sie verloren. 6-1. Der mächtige Girata der Hutte erklärt die Faulwürmer zu den heutigen Siegern und lobt ihren, unersättlichen Kampfgeist. Oh. Er wurde vorverarscht. Und er wahrscheinlich auch. Na, machen wir einen neuen Club auf, den Verarschclub. Die Zeit, die kann ich euch nicht zeigen im Video, aber sieht mit einem ist nicht der einzige zum Glück. Heilung, Tode. Ja gut, da bin ich natürlich auch ganz oben. Schaden, ja gut, geht. MVP-Stimmen, ja gut, geht auch. Opfer. Oh, ein einziges, toll. Ich habe keinen dafür, wenn ich mich halt nur in der Base hier aufhalte. Aber dafür bin ich der zweitbeste von auf Ziel gehen, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe. Egal, jetzt bin ich mit PvP fertig, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Das war erstmal diese heutige PvP-Session. Ja, bis bald und ciao.